Und es geht direkt weiter. Was ist das? Gott, er versperrt einem so ein bisschen die Sicht. Oh Gott. Mensch, wie ist das? Mach, leck mich doch. Ich hätte jetzt fast einen Hit geworfen, aber irgendwie. Nein. Oh, oh, hallo. Nein, 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 das ist auch einer. Das ist auch so ein scheiß Ding. Hopp. Okay, komm her. Na, wie ist das? Dreckarsch, wie ist das, ha? Huh? So, einfach ultra zerstört mit unserer 10mm Hardcore-Pistole. Ist über uns. Wie kommt man da hoch? Leiden und bluten, ha? Kate, was machst du da unten eigentlich? Was geht hier ab? Ist hier auch irgendwas? Igitt. Was treiben die jedes Mal, die Supermutanten? Holt euch das an. Jetzt zerroppen einfach alles. Haarklammer und eine Kamera. Oh ja. Blauer Mann sterben. Oh, einer ist bei uns auf der Höhe. Da oben ist er. Den holen wir uns. Oh, das ist sogar ein Meister. Dann gebe ich erstmal so. Ah, Critical war dumm, 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 dumm. Das war der Critical. Okay. Das war wirklich enorm. Er ist noch nicht mal direkt in die Verwandlung gegangen oder so. So, komm dann. Jetzt kommt der Critical. Oh, sehr schön. Hinter uns ist auch einer. So, komm noch ein. Na. Der ist immer noch über uns. Okay, was hat er dabei? So ein Rüstungsding. Wir sind immer noch in Gefahr. Ich speichere mal, werde jetzt aber noch keine Heilung ansetzen. Denn vielleicht finden wir hier noch irgendwo ein kleines Bettchen. Wenn die weit genug weg sind, dann geht es selbst im Kampf, beziehungsweise in der Gefahr, ging es schon diverse Male. Oder halt dann beim, wie heißt es, bei Achtung. Da ging es dann, dass man pennen konnte, obwohl der Gegner praktisch neben einem war. Gut, er ist immer noch über uns. Was haben wir denn hier? Okay. Das Bett ist kaputt. Ich bin hier hinten. Tut dir leid, Sack. Ich bin versteckt. Ich bin versteckt. Was für ein Tasten, das ist jetzt für ein Tastenfeld? Kann damit hier das Ding wegschieben. Schieben. Ah, jo, da ist ein Weg hinten dran. Hm. Keine Ahnung. Belassen wir erstmal. Da führt uns vielleicht dann eine Mission hin oder sowas. Und so ein Koffer hatten wir doch gerade eben schon. Mit der gleichen Befüllung. Hä, wo ist jetzt der Weg nach oben? Yeah. Nö, doch, 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 doch. Mit der werde ich einmal voll. Ah, ich fühle mich eh langsam auf, sehe ich gerade. Passt ja. Stimmt, haben wir extra geskillt. Bin jetzt trotzdem irgendwie verpeilt, denn... Ach, hier ist die Treppe. Hallo. Ja, ich bin da. Sack. Du sackiger Sack. Heute kein Kampf. Doch, heute Kampf. Das Geräusch da. Hinten mit der Schrotflinte. Komm her. Wie er ganz langsam dahin gerafft wird. Hey. Weil die auch so ein bisschen vergiftet. Oder irgendwie so war das doch, ne? Das ist halt eine krasse Überboy-Waffe hier. Schon wieder. Schon wieder der gleiche Kram. Naja. Was ist hier für ein Hotel? Ah. Well, hello. Jawohl, das sind die Betten, die ich, auf die ich spekuliert habe. Jetzt, oh, weil da Leute drin liegen, können wir nicht pennen, oder was? Gemütliches Kissen. Na, shit, man. Naja. Wir finden bestimmt noch ein Bett. Ja, vor allem ist es voll still. Ah, jetzt kommen wir wahrscheinlich oben aufs Dach, ne? Wo wir vorhin die ganzen Mutants waren. Da können wir uns mal auf was gefasst machen. Ist klar. Trink noch einen Schlückel, komm. Ah.
So, get it on. Oder auch nicht. Die Ladezeiten. Ah, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Oh, ist oben. Was ist das? Geräusch? Ach. Ich hab hier CSGO. Nicht runterfallen. Nein. Für durch. Ja, Kate, hol dir den mal. Das ist ja da runtergefallen, der Dummdödel. Der hat doch noch Zeug gehabt. Kate, du musst den richtig hier runterkloppen. Guck mal. So. Oh, okay, du hast es gemacht. Oh, er lebt noch, Kate. Das war echt saublöd, dass du ihn runtergekloppt hast. Naja, Kate, der kann man halt nichts. Der kann man halt einfach nichts ans Herz legen. Na. Oh, come on. Nein, na also, jetzt sage mal. Ah. Cool, cool. Fucking cool. Da vorne steht jemand. Ist hier hinten noch irgendjemand? Ne, da ist keiner mehr. Ist da was versteckt? Ich was hören. Oh, da unten sind auch noch welche. Ich hab sie noch nie so todessüchtig gesehen. Okay, da unten ist ein Raum, mit dem wir reinspringen könnten. Achso, wir können jetzt ja die Nuka-Cola trinken, die Quantum. So, und schon sind wir voll. Wo führt der Weg hier hin? Wieder ins Hotel, ne? Ja. In den anderen... Nee, halt, da sind wir hergekommen, what the fuck? Gott, ich hab voll die Orientierung verloren. Achso, ja stimmt, wir sind ja bis darüber gelaufen. So. Und Schacke, Lai, Olaito, Diamond. In the sky. Bam. Und bam. Warte mal, bleib du mal kurz da unten, mein Bruder, Brüderchen. Hier kann man auch reinspringen. Kritisch. Sehr kritisch. Ah, sehr gut. Man kann hier auch reinlaufen. Das ist ja optimal. Haha. Wir kloppen ihn. Oh nein, Kate! Schlag ihn doch! Noch einer! Kate, oh Gott! Noch einer, der schlägt! Und hier ist noch einer, der schießt. Kate, das haben wir echt ein kleines, aber feines Problem. Oh mein Gott! Nimm. Ich komm nicht raus. Okay, Jet. Und unser Ultra-Pimmelwasser. Nachladen? Oder müssen wir gar nicht erkennen. Wie ich ihn gerade nicht getroffen habe. So, das war jetzt kurz gepanickt. Aber hart. Ist er da runtergerutscht, der andere? Und dann da durchgefallen, oder was? Hä? Irgendwie ist der weg. Oho! Ist er vielleicht auch eleganter gegangen. Aber jetzt habe ich halt gerade mal ein bisschen gepanickt. Oh ja. Noch ein Kistchen. Na? Ja! Der Meisterkistenöffner. Was ist denn das? Scheißdreck da. Scheißdreck. Nehmen wir halt alles mit, was soll's. Gut, der Rest ist unter uns. Wenn wir jetzt hier durchgehen, können wir noch ein Stinkpack mitnehmen. Jawohl, ein Blutpaket auch. Oh. Kriegsfuß ist das direkt. Bitteschön. Na, wie ist das, Mutanten? Kackwurst. Oh. Drück uns aber doch ordentlich rein. Ich hab Zeitlupe. Ey, diese Klamotte, die uns da die Zeitlupe verschafft, ist echt richtig sick. 80, gleich wieder Level up. Krass, geht das schnell. Hallo. Oh, shit. Das ist eine Gatling Gun. Gatling Laser. Ne, normaler Laser. Geh ruhig runter, Kate. Geh ruhig runter hier. Warte, die soll eigentlich abdopsen und runterfallen. Die geht verdammt! Ich kann ja eh so viel. Achtung! Da ist noch eine. Gleich in die Luft gehen! Naja. Jetzt wird's persönlich! Hahaha. Superkleber auch noch dabei. Krass. Ey, das war jetzt nonstop Action.
Gehört, du Scheißvieh. Wo ging das jetzt bitte schön hoch? Habe ich das vorhin nicht gesehen, dass man hier von draußen direkt hoch konnte? Hätte ich lieber so gemacht. Okay, von dem Haus hier, und zwar sind wir jetzt wo? Ha, ist es jetzt hier auch das, wo das Wasser war und die Leute... Warte mal, ist das das Schiff, wo wir die Dinger holen mussten? Hä? Die Hard Drives von Dima? Falls ja, wären wir jetzt ja einfach... Wären wir ja damals jetzt einfach hier voll vorbeigerannt an der Chose. Jawohl. Ja, also ich meine, oh nein, Siedler, aber die haben voll viel Zeug dabei. Money, 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 money. Aber echt traurig und so. Sorry, Käthe. Guck mal, Kate, hier. Ein Jungfernbalkon. Ist es nicht schön? Stell dich da vorne hin und chill. Oh, shit. Hab aber keinen sanften Sprung ins Wasser. Da vorne sind jetzt noch Feinde. Ich mache eine volle Speicherung, weil wir jetzt das ganze Ding leergeräumt haben. Es schien jetzt gar nicht so krass gewesen zu sein, aber vorhin, also in der, am Ende der letzten Folge, da sah das echt hart aus. Die haben uns andauernd genudelt. Komm, wir nehmen mal noch die Dinge. Der Jagdboy kurz. Irgendwas verfolgt uns. Warum gibt es da nicht den Folge-Verstecktreffer? Weil er sieht mich. Sieht er mich jetzt? Also eben, jetzt schon, klar. Aber eben stand immer noch nur Vorsicht. Er schmeißt mit Granaten. Meine verdammte Schulter. Ja, komm, den geben wir. Immer schön auf die Rieb. Immer schön auf die Rieb drauf. Gleich ist er weg. Oh, das war eher Nebel, die Rieb. Kate, stehst du da neben mir? Ja. Wow, dem haben wir echt eine reingedrückt. Wir nehmen jetzt einfach den ganzen Scheiß, den wir dabei haben. Wir heben die Sachen nicht auf. Also jetzt auch sowas wie schmutziges Wasser. Beziehungsweise Nuka... Haben wir keiner mehr dabei? Okay. War gut, if you say so. Ach ja, willst du mich fisten mit deinem kleinen Stöckchen, hä? Bye bye. Zerschlag, au. Er trifft mich nach direkt Arsch. Weicht doch nicht meinen Schüssen aus, Mann. Die Dinger sind echt teuer. Was haben wir hier noch? Die hier noch. Bah, komm. Ich freue mich immer voll, ja, wenn der Hit reingeht. Zack. Fall hier, Dummkopf. Noch eine 10mm Pistole. Da haben wir eben schon eine aufgehoben. Aber wenn er meint. Ja, das ist das Meer, Kate. Das ist das Meer. Das kennst du nicht, aber das ist das Meer. Was ist denn das? Daddy-O. Oh. Daddy-O ist echt eine krasse Sache. Und da liegt noch ein Köfferchen. Bestimmt mit. Oh. Sehr gut. Es geht hier unten ab. Hier knackt alles. Ist nur das Holz. Haha. Der hat fett gefressen. Und das war's. Okay. Die eine Leiche, die vorhin vom Dach gefallen ist. Ich weiß nicht, ob er... Da ist ja ein Mutantenhund. Da. Mutant Hound. Boah, die Kette, die schreit. Och komm. Als wenn es eine Atombombe wäre. Vorsicht! Geil, dass da hinten aussieht. Okay. Splittergranate! Nein, nein, der Kette kam. Wo ist der eine runtergefallen? Eher hier vorne, ne? Was ist das? Och komm, du bist natürlich wieder auf dem Dach. Da ist er. Oder? Ja. Haha, das war echt nice. Ist da schon wieder einer auf dem Dach? Das gibt's doch nicht. Ich gehe nochmal kurz hoch. Man kann ja direkt hochlaufen. Das ist echt gut. Was ist denn das hier? Ist das auch direkt ein Weg? Nee, das ist kein Weg nach oben. Diese CPU-Pisser rennen einfach wieder Nuff. Dabei ist es doch eigentlich mein Weg hier oben. Du kleiner Sack. Wo bist du? Der war direkt oben gestanden, ne? Oder hat von oben zumindest runtergelabert. Oh. Oh.
Guck mal da, das hat sich doch... Ach, naja. Das gelohnt will ich jetzt nicht sagen. Wo ist denn der? Wo ist der jetzt? Der gerade gelabert hat. Ach, leck mich doch. Ich gehe zu dem Baum. Wir wollten ja noch erkunden und das machen wir jetzt auch. Wir gehen zu dem Bäumchen da vorne. Und gucken mal, was da abgeht. Dadurch, da können wir noch hier vorbeischwimmen. Und schauen, ob das hier wirklich so krass ist, wie alle meinen. Es sieht echt, wow, krass aus. Können wir vielleicht aufs Bildchen drauf? Ah, der Sprung ging nicht. Hier drin ist ein Weg nach oben. Ock. Ock. Voll eklig, wie schief es ist. Ich setze mich jetzt auch gerade voll schräg hin. Okay. Glaubt ihr, wir sterben, wenn wir da reinjumpen? Au, oh, fuck. Jawohl, da ist sogar noch eine Bridge. An die wir scheinbar zuerst kommen. Ich hoffe, dass da vorne keine Viecher versteckt sind. Wir sind voll im Wasser drin, sau eklig. Wenn jetzt zu einer Königin kommt, sind wir sowas von genudelt. Ah, die Bäume sind doch zuerst da. Kann man da hoch? Da drüben. Komm, und... Also, Insel der Jägerin. Oh, die Jägerin. Vielleicht ist das diese Tante vom Tümpel, von der alle gesprochen haben. Gucken wir mal. Ich habe auf jeden Fall die Ultrawaffe gezogen. Ach du Scheiße. Alle Bärchen. Komm, wir gucken mal, was wir mit dem Bär machen können. Hahaha. Bam! Batsch! Batsch! Hier. Ah, fuck! Hier. Au, au, au. Noch einer. Oh Gott, noch einer. Er war direkt bei uns gestanden. Das war nicht geplant. Heilige Scheiße, sind da drei Bären? Ich habe außen noch ein Rennen gesehen. Okay, das erfordert doch vielleicht etwas mehr Fingerspitzengefühl als diesen komischen Hammer. Ich denke, mit der Pump sind wir da erstmal nicht schlecht bedient. Naja, komm, wir gehen einfach mal rein und geben dem Aggressive auf die Nase. Da ist auch schon der... Leute, was ist denn hier los? Ich habe gerade mal einen Fatman da, eine kleine Fatman. Wie viele Atombomben haben wir denn jetzt? Wahrscheinlich schon einige, ne? Ich würde sagen, da holzen wir jetzt einfach mal drauf. Ich hab voll Bock drauf. Ich weiß nicht, ob der direkt down geht. Sollte er, glaube ich, eigentlich. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie ich mit dem Ding zielen muss. Machen wir mal kurz ein paar Zielübungen. Das könnte richtig gewesen. Oh, hallo, fetter Bär. Wir müssen ein bisschen weg, dass wir nicht... Irgendjemand oder irgendwas spielt mit uns. Das wirkt wie brutale Verschwendung, oder? Meint er nicht auch? Auf die Spatzen da mit Kanonen schießen. Irgendwie schwach, ne. Die kriegen wir schon down. So, komm. Erstmal den hier. Ummachen. Alter, hat der meinen Angriff gebrochen? Hä? Das war's doch jetzt nicht schon? Das waren doch eben... Okay, egal. Speichern. 6. Der im Haus lebt noch, oder? Hä? Sind die jetzt weniger geworden, oder was? Hat das Spiel gemerkt, dass wir es nicht drauf haben und es ist einfach leichter geworden? Oh, da drüben ist ein Verkrüppelter. Ha. Und da hinten ist auch was, oder? Nun ja. Egal, sind wir einfach froh darüber, dass wir es jetzt doch so einfach hatten. Hier ist nichts. Da vorne ist der Leuchtende. Hier sind doch noch zwei. Dann gehen wir dem einfach mal mit dem Jagdboy ein bisschen rein. Oh shit. Die sind beide direkt hier vor mir. Okay, das wird jetzt minimal madig. Aber ist auch nicht schlimm. Wir legen den einen hier noch mit allem, was wir haben. Mit dem Q-Menü. Beziehungsweise hier halt eben mit der Zeitlupe.
Und dann werde ich... Oh shit. Vom anderen weggedrückt, dass ich noch den Baum treffe. Au. Du musst schon Gabbe! Du musst schon Gabbe, Kate! Du musst schon Gabbe, dem Dreckschwein! Einfach. Oh fuck! Kate, der hat mich genuddelt! Der hat mich genuddelt, Alter, Kate. Warte mal. Wir brauchen jetzt erstmal Red Away. Dann brauchen wir. Fuck! Noch einer! Och Gott, nur Wölfe. Wie die sich anhören. Wie 30 Bären. Oh, die fressen auch ziemlich viel, ne? Hier. Okay. Und hier. Alter, was heilt. Was haltet ihr aus? Nee. Rennt weg und kommt dann von irgendeiner Seite angerannt. Oh. Was ein Fight. Das war echt ein Fight, oder Leute? Hallo, die Waldfee. Speicherung haben wir uns verdient. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Wir haben hier vorne noch zwei Brücken. Aber sonst nichts. Dann gehen wir über die linke kurz drüber, um dann nach rechts zu gehen auf zu der ja Insel oder nee, nicht Insel. Da, wo wir eben auch Sachen bauen können. Ein Anglerlein. Okay, Albino-Rathirsch. Gut, dass hier schon mal keine Angler sind. Vielleicht sind die hier so weit weg einfach gar nicht, sondern eher im Landesinneren. Das hieß ja auch am Anfang bei der Einführung auf die Insel oder auf der Insel, dass die richtig krassen Viecher in der Mitte hocken und außen eigentlich alles chillig ist. Bis auf die scheiß Messerklaue, die er abchillt. Hallo? Ein Meierlöffel-König, der einfach ultra gut frisst und die scheiß Messerklaue frisst nicht. Naja, komm. Gehen wir einfach. Oh, das war voll auf die Weichteile. Das hat sicher wehgetan. Wow, wow. Da kommt noch jemand. Oh, sorry, Kate. Voll Kate weggeboxt. Ja, wenn ich ihn richtig unter seinem Röckchen treffe, dann frisst er ordentlich. Komm. Ich wollte Tür schlagen. Es geht noch nicht. Ist nicht gebacken. Alter. Oh, Kate. Halt durch, ich komme, sagt sie, und dann stellt sie sich vor mich. Blöde Kuh. Bam. Alles klar. Kate, ich bin zwar ein bisschen gekrippelt, das macht nichts. Guck. Aber gleich geht's mir wieder gut, Kate. Einfach so. Wie durch Zauberhand. Und Vorratsschuppen. Schön. Achtung. Das hält irgendwie 15 oder 25 Sekunden. Na? Und? Einmal springen, schon ist gut. Alles klar. Da komme ich nicht auf. Ja. Der Schlüssel zum Mäuschen kann uns helfen. Ach, was mache ich denn hier? Jetzt starte ich eine Kochsession. Nein. Der Schlüssel. Schlüssel, wo habe ich ihn hingetan? Da liegt er nicht zufällig irgendwo rum. Was ist da drin? Oh! Mir müsse da neu. Leute, mir müsse da neu. Das ist vielleicht einfach ein Loch im Dach? Nee. Ja, scheiße, Bach. Wie finde ich denn den Schlüssel? Da brauche ich den Schlüssel. Das geht nur mit einem Schlüssel auf. Oh Gott. Ah. Vielleicht auf dem Boot. Das Einzige, was in der Nähe ist. Ah, da vorne sind noch mehr Boote. Man darf ja noch hoffen. Und? Nee. Das ist komplett im Arsch, das Ding. Schade. Naja, das müssen wir uns merken, dass wir uns hier noch was holen können. Wir gehen jetzt mal zu der Siedlung. Genau, das Wort hat mir vorhin gefehlt. Die Siedlung oder Siedlung an sich. Oh, ist die besetzt? Bestimmt. Schlinge ist da oben. Ich gehe einfach mal ganz gemütlich rein. Igitt. Ich dachte, das wäre ganz... ganz feines Wasserschichtelchen da nur. Wie ist das? Hauskarte. Oh, okay.
Draw a map of Home Sweet Home. Es gibt also drei Stromgeneratoren. Ist denn hier auch schon einer? Kann ich die irgendwie aktivieren? Kann ich irgendwas machen? Der Schlinger ist da oben. Fast tot. Da müssen wir direkt hin. Oh Gott! Er kommt einfach sofort auf uns zu. Das ist so eklig, Mann. Knochensäge. Was ist der denn? Was ist denn die Viecher alles? So. Ich glaube, das war's bereits schon. Okay, hier kann man jetzt so laufen. Hier ist es so shallow, wie ich gedacht hatte. Was alles so ist. Oh Gott. Irgendwas ist direkt close, oder? Ne? Sehr schön. Wo, wie, warum, wo sind die Generatoren und so weiter? Da nicht. Hier auch nicht. Wo habe ich es hingetan? Da oben haben wir ein Häuschen. Richtig festes. Aha. 1, 2, 3. Okay, okay, okay. Können wir einfach die Stromkabel verfolgen? Ja, können wir. Da ist ein. Oh, guck mal, da vorne ist doch einer. Die sind ja ultra sichtbar. Dieser Unterbrecher funktioniert nicht. Oh. Neu verkabeln. Intelligenz haben wir ja genug. Das heißt, wir können eins jetzt anmachen. Kommen jetzt 8 Viecher. Da vorne ist der nächste leuchtende. Komm, schließen wir ja mal. Sehr gut. Ich will ganz kurz da hoch. Was ist das hier? Ah, die, das ist die eigentliche Brücke. Die hier auch angezeigt wird. Ne, nicht Brücke. Nicht Brücke. Das hier ist ja eine Base. Da vorne ist der andere. Und wo ist wiederum der dritte? Oh Gott, was liegt denn da oben für ein Riesenvieh? Ah, das ist ein stehender Hirsch. Da ist der andere, oder? Könnte da oben drin sein in dem Haus. Wir gehen jetzt immer noch zu dem, bevor ich ihn aus den Augen verliere. Geil, hier sind keine Feinde. Chillig. Sehr chillig. Oh Gott! Diese Viecher, ne? Jedes Mal. Warte, hörst du das? Ich wollte nicht springen, so dumm. Fucking Bauern. Noch einer von rechts. Oh, der hat Grundkorken dabei gehabt. Also wenn ich angegriffen werde, dann bitte von reichen Wölfen. Warum geht der nicht? Was ist da kaputt? Ist das hier irgendwas? Aha. So. Schelmstudion, knummeloses Problem. Boom, shakalaka, like a diamond. In the sky, ist auch an. Ist da oben vielleicht schon der andere? Aber das Licht leuchtet, das wird da sein. Was ist denn hier? Ah, das ist die andere Brücke, die noch nicht entdeckt ist auf der Karte. Und da ist auch noch irgendwas in die Richtung. Sehr, sehr cool. Da gucken wir uns... Halt, ist die schon entdeckt? Nee. Gucken wir uns gleich hier um. Aber jetzt will ich ganz kurz noch dieses Rätsel hier lösen. So. Hunde? Hunde? Nee. Okay. Kommen wir da überhaupt hoch? Wir haben uns 1 und 2 angeschaltet. Okay, bitte. Okay. Steht das hier oben, war einfach nur ein Lichtschalter. Also ein eingeschaltetes Licht, meine ich. Elisas, das hieß doch Elisas Karte, ne? Das, was wir da vorhin aufgesammelt haben. Ja. Okay, also zwei sind direkt gegenüber voneinander. Das wird dann wohl werden wohl die unteren zwei sein. Ich kann da jetzt nicht hinzeigen. Obwohl, wenn das Haus in der Mitte, das ist, wo wir gerade stehen. Na doch, das müsste es eigentlich sein. Also. Da unten ist ein Bulldozer. Hier war kein Bulldozer. Das ist an einer.
Ja, an dieser Mauer eben. Das ist sie, ja, das ist sie. Die oberen zwei, das sind die, die wir gemacht haben. So wie es aussieht. Wir müssen einfach nur in der Mitte über die Brücke weitergehen. Also nach geradeaus jetzt aus von unserer Sicht gesehen. Und dann kommen wir automatisch dahin. Ja, da hinten hin, das wird sein. Zum nächsten Punkt. Es müsste hier rechts gehen, der Weg irgendwie. Ist er das? Ich hoffe, er ist es. Wenn wir nicht schnell sind, fangen wir an zu leuchten. Bla bla bla. So. Die Alten. Noch einer? Machst du Witze? Okay, ich weiß nicht, ob es das jetzt ist. Nee, sieht nicht so aus. Ist das ein Witz? Das muss ein Witz sein. Da. Ist es jetzt das, was wir schon mal gemacht haben? Ja, oder? Da, wo mich die Hunde angegriffen haben, oder doch nicht? Oh Gott, nee, das ist ein Jago. Da ist doch ein Jürgen. Get it on, bitch. You need to get it on. Bam, Alter, geslashed. Dabei trinke ich gut. Er lebt noch. Oh Gott, was ist... Alter, Schlingerboy. Komm her, bitch. Oh, fuck. So ein Schlinger ist echt hart. Bye, bye. Was ist das? Vorsicht immer noch. Wo? Ich sehe keinen. Ich weiß nicht, warum ich jetzt Vorsicht machen soll. Ist da vorne irgendwas? Ja, da, das hier. Wir sind nicht stark genug. Gut, dann müssen wir das Rohr reparieren. Yeah. Wir haben es geschafft. Geil. Okay. Dann gehen wir gerade mal da wieder hin. War das jetzt so, wie ich mir es gedacht hatte vom Weg her? Ja, so ein bisschen. Ganz nah hier an dem anderen Kram. Komm, renn. Ich will es jetzt noch geschwind machen in der Folge. Ich bin jetzt nämlich nach dieser Aufnahme auch im Bettchen. So, direkt hier drunter ist es. Let's go, schauen wir mal. Speichern und rein. Ach komm. Ach fick, ja, kommt doch ihr bekackten Bumm. Ja, noch ein Leuchtender. Leuchtender Furz. Bye-bye zu deinem Bein. Patrick Gibbons. Auf, weiter. Der muss liegen. Sehr gut. Hallöchen. Legt es an mir. Ist weg. Kate. Noch ein Gaussgewerk. What the fuck, ey. Was die alles dabei haben, die Leute hier. Ist doch nicht mehr normal. Kate ist ein bisschen gekribbelt, glaube ich, so langsam, wie sie läuft. Ja, ja, genau, Munition sparen. Guter Einwand, Kate, guter Einwand. Haben wir alles gemacht hier? Ja, okay. Bye, bye, Patrick. Nochmal Patrick. Und nochmal Patrick. Irgendwie habe ich nicht mit Ghoulen gerechnet, ich weiß auch nicht. Die haben mich echt erschreckt eben, ich weiß nicht warum. Ist ja auch klar. Oh ne, wir sind wieder fett. Wir sind wieder fett. Aber wir können hier was Klamottentechnisches wegwerfen, oder? Ja, das brauchen wir nicht. Wie schwer das war, what the fuck? So, was haben wir denn hier drin? Nur zwei scheiß Anzüge. Ja, Schlüssel zum Häuschen. Ich wollte eben noch aus Spaß sagen, hoffentlich, vielleicht liegt hier ja der Schlüssel zum Häuschen. Das Häuschen ist doch aber ein gutes Stück weiter weg, oder? Richtig nice. Red away, dim. Ist aber noch irgendwas, was uns schwer macht? Ja, hier haben wir unten noch Whisky, brauchen wir nicht.
Vor allem sind wir jetzt dann tragekrafttechnisch echt am Start. Oh, die draw a straw picture of your family. Okay. Die hat's wohl leider hart erwischt. Komm, gucken. Sehr, sehr cool. Lass mal ganz kurz. Ah, scheiße. Wisst ihr jetzt noch, wo das Häuschen war? Das war irgendwo am Rand hier, glaube ich, ne? Oder war das sogar hier bei der Jägerin? Fuck. Was ist denn das da vorne? Ah, nur ein Radtisch. Ah, wisst ihr was? Wisst ihr was? Wisst ihr was? Wir sind von da vorne gekommen. Aus der Richtung da hinten. Von D. Genau. Da haben wir bestimmt gleich das kleine Häuschen. Es war auf jeden Fall am Wasser. Ja, da ist es schon. Nice. Oh, oh, oh. Was war da alles drin? Oh, what the fuck? Leute. Ba, 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 ba. Da, 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 da. Oh, shit. Schon da gerade Fahrt drauf? Glasfaseroptik. Was ist hier los? Ballistische Faser. Alter, Leute, mir gehen total brutal ab. Federn. Die sind noch verpackt. Schrauben, die noch verpackt sind. Ey, krasser Tobak. Richtig. Wir können uns einfach von hier ausporten, ne? Wir müssen gar nicht großartig rumlaufen. Oh, noch mehr Stahl und alles. Die größte Lieferung Stahl, die ich jemals mit meinem eigenen Auge gesehen habe. Mit meinem einen eigenen Auge. Das andere gehört mir nicht. Gott, wie krass, Leute. Kork. Kork, Leute, sowas ist praktisch unbezahlbar im Commonwealth. Korken. Keine Sau. Spielt die Kate da draußen gerade rum? Spackt die ab? So. Richtig, richtig sick. Auf und zum Ding. Zu Longfellows Hütte. Das ist ja mal grob. Was wir da alles gefunden haben. Krass. Okay. Dann machen wir auch dann an der Stelle Schluss und spielen dann das nächste Mal weiter. Voilà. Ich warte noch kurz, bis es hier geladen ist. Und dann sehen wir uns morgen um 8 Uhr wieder. Ach komm. Diese Ladezeiten müssen doch nicht sein, oder? So. Okay. Was ist los? Gegen was kämpft ihr? Supermutanten. Ach Leute, jetzt bin ich gerade voll. Jetzt nur mit Granaten dienen. Bumm. Okay, wartet. Das müssen wir noch kurz machen. Komm, 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 komm. Boah, wir sind immer noch zu fett. Wir sind immer noch zu fett. What the fuck? Warum sind wir noch zu fett? Was haben wir da alles dabei? Ah, ich habe die ganzen Waffen mitgenommen. Okay. Die werden wir noch demnächst verkaufen. Hallöchen, ich dich zerbröseln. Au. So. Nicht blockieren. So. Hört doch auf, jetzt hier anzugreifen, wenn ich gerade speichern will. Die haben ja sogar unser Geschütz kaputt gemacht. Der war ein bisschen gekrippelt. Ja. Okay, perfekt. Ich nehme die ganzen Waffen wieder rein. Damit ich hier in der nächsten Folge verkaufen kann und nicht vergesse. So. Hier ist uns ja. Genau, der ganze Schotter. Aber wisst ihr was? Dieses Gauss-Gewehr. Weiß nicht, ob wir das echt weglegen sollen. Verursacht 50% mehr Körperteilschaden. Hm. Das behalten wir mal. 219. 126. Alles klar, halten wir doch nicht. Okay, Leute, dann vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.